Hast du Fragen zum Thema Abschreibung, Investitionen, Nutzungsdauer, AFA-Tabellen und so weiter? Dann solltest du dieses Video unbedingt anschauen. Ich habe mir nämlich so ein paar Fragen zu diesen Themenkomplexen rausgesucht, die ihr in die Kommentare oder in die Community geschrieben habt und möchte sie in diesem Video einfach mal beantworten. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und du hast ja jederzeit die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Wenn du unser Mandant bist, schick uns bitte einfach eine Chatnachricht oder ruf uns einfach an. Aber du hast natürlich auch die Möglichkeit, uns hier in den Videokommentaren eine Frage zu stellen. Und wenn du den Hashtag Steuerfrage verwendest, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß, dass du irgendwann mal in so einem Video landest. Wirklich wahrscheinlich ist es, wenn du dich in unserer Online-Community anmeldest. Unter community.kontist.com findest du unsere Online-Community. Da kannst du alle Fragen zum Thema Steuern, Buchhaltung, Finanzen, Selbstständigkeit und so weiter stellen und wir helfen dir gerne weiter. Den Link dazu, den verlinke ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Video möchte ich mich speziell auf Fragen konzentrieren rund um das Thema Investitionen, Abschreibungen, AFA und solche Sachen. Da gab es im letzten Jahr, also im Jahr 2021, einige Änderungen, gerade was Thema Software und Computer betrifft. Und deswegen gibt es zu dem Thema einfach einige Fragen gerade und ich dachte mir, ich greife mir einfach mal ein paar raus und beantworte die jetzt mal. Die erste Frage kommt von Rudolf Wernicke und Rudolf schreibt oder fragt, kann ich als Profifotograf auch Kamerabodies, Objektive, Studioblitze komplett in 2021 steuerlich geltend machen? Die Frage war unter dem Video, wo ich schon gesagt habe, oh, es gibt eine neue Regelung für Computer und Computersoftware in 2021. Um ehrlich zu sein, Kamerabodies, Objektive und Studioblitze haben relativ wenig mit Computer oder Computersoftware zu tun. Deswegen gilt die Regelung, die jetzt für Computer gilt, natürlich nicht für Objektive und so weiter. Aber du kannst die Kosten unter Umständen vielleicht doch im ersten Jahr geltend machen. Die Frage, die du da immer stellen solltest bei allen Investitionen ist, wie hoch waren denn die Anschaffungskosten? Du kannst nämlich alle Anschaffungskosten bis 800 Euro netto oder brutto sind es dann 952 Euro, die kannst du im gleichen Jahr schon steuerlich geltend machen. Das gilt aber nur für Dinge, die du selbstständig nutzen kannst. Wenn das Equipment ist zu einer Kamera, die du vielleicht gekauft hast und du kaufst dir dazu noch ein Objektiv, was du nicht selbstständig nutzen kannst, dann musst du das quasi zusammenbündeln und zusammen abschreiben. Das heißt, wenn du eine Kamera hast für 3.000 Euro und ein Objektiv für 500 Euro, dann hast du 3.500 Euro. Dann musst du diese 3.500 Euro leider abschreiben und kannst nicht automatisch sofort im Jahr der Anschaffung geltend machen. Da kommen wir nämlich zum zweiten Punkt. Was ist denn eigentlich mit Anschaffungen über 800 Euro netto? Die musst du über die sogenannte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abschreiben. Diese Kamera, die wirst du ja länger als nur ein Jahr benutzen, sondern die wirst du über mehrere Jahre nutzen. Und deswegen musst du auch die Anschaffungskosten über mehrere Jahre verteilen. Das heißt, du darfst die 3.500 Euro nicht im ersten Jahr komplett als Betriebsausgabe geltend machen, sondern musst das über mehrere Jahre aufteilen. Wie viele Jahre das sind, das steht in den sogenannten AFA-Tabellen. AFA steht für Absetzung, für Abnutzung und das kannst du auch einfach mal googeln. AFA-Tabelle Kamera oder du findest auch unten in der Videobeschreibung nochmal einen Link. Da gibt es eine ganze Reihe an AFA-Tabellen, da kannst du dich mal durchscrollen und die Kamera suchen. Verrat's dir aber hier an dieser Stelle schon mal, bei Kameras sind 7 Jahre, das heißt relativ lang. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass du deine Kamera 7 Jahre tatsächlich verwendest. Und das bedeutet, dass du die 3.500 Euro auf 7 Jahre verteilen müsstest. Das sind leider nur 500 Euro pro Jahr, die du wirklich steuerlich geltend machen kannst. Dazu kommt auch noch, das muss monatsanteilig sein. Das heißt, wenn du deine Kamera gekauft hast am 1. Dezember, dann kannst du nur 1/12 quasi des Jahresbetrages in dem Jahr geltend machen und dann läuft das halt einfach 7 Jahre. Monatsgenau. Das ist natürlich super ärgerlich. Wenn jetzt der Verbrauch der Kamera schneller ist und du nach 3 Jahren gesagt hast, okay, sie ist verbraucht, ich benutze den jeden Tag, dann kannst du auch immer noch mal eine außergewöhnliche Abschreibung machen und sagen, okay, die ist halt jetzt nichts mehr wert. Das geht auch immer, aber im Jahr der Anschaffung ist das ehrlicherweise eher schwieriger. Die nächste Frage kommt von Louis Lavey und Louis schreibt, wo und wie kann ich eigentlich Dinge abschreiben lassen? Mache ich das beim Finanzamt oder vielleicht online? Aus der Frage lese ich so ein bisschen raus. Du hast es wahrscheinlich bisher noch nicht gemacht und weißt generell nicht genau, wie es funktioniert. Wenn du selbstständig bist, machst du ja irgendeine Buchhaltung und in dieser Buchhaltung machst du dann auch deine Abschreibungen. Das heißt, du bist erstmal selbst verantwortlich dafür. Wenn du ein Online-Buchhaltungsprogramm nutzt, wie LexOffice, Savtex, Debitor, Fastbill und so weiter, die haben in der Regel die Funktion, dass wenn du eine Anschaffung hast, beispielsweise eine Kamera für 3.500 Euro, dann kannst du da direkt anklicken, 7 Jahre und dann verteilt er automatisch den Betrag über 7 Jahre. Du bist dafür verantwortlich, du kannst es natürlich aber auch selbst machen. Also wenn du jetzt Kleinunternehmer bist und deine Buchhaltung
noch in Excel machst beispielsweise, ist rechtlich vollkommen erlaubt. Wichtig ist auch da, dann kannst du auch da deine Anschaffung, Investitionen und Abschreibungen ohne Probleme auch da per Hand abrechnen. Und dann trägst du deine jeweiligen Ausgaben, also die auf das Jahr entfallen, trägst du ja in deine Einnahmenüberschussrechnung ein und diese Einnahmenüberschussrechnung, die wird ja dann zur Anlage EÜR und da ist das denn drin. Was ganz wichtig ist, und das gilt für alle, die Anlagevermögen haben und eine Einnahmenüberschussrechnung machen, sobald ihr ein Anlagevermögen habt, das heißt, sobald ihr Güter habt, die abgeschrieben werden über die nächsten Jahre, müsst ihr auch noch eine zusätzliche Anlage abgeben. Und zwar gibt es noch eine Anlage AVEÜR, das heißt, die steht für Anlagevermögen zur EÜR. Und die müsstet ihr bitte auch abgeben. Da ist so einmal aufgelistet, was ihr denn eigentlich so als Anlagevermögen gerade habt. Abschließend vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Das dürfte jetzt langfristig kein großes Thema haben, aber es gab ganz früher mal eine andere Art der Abschreibung. Man spricht bei diesen gleichbleibenden Beträgen pro Jahr von der linearen Abschreibung. Und es gibt auch noch, zumindest jetzt während Corona wiederbelebt, die degressive Abschreibung. Die gab es ganz früher mal, die degressive Abschreibung. Dann wurde sie abgeschafft und jetzt wurde sie während Corona einfach wiederbelebt. Und die degressive Abschreibung sagt, dass man in den ersten Jahren mehr abschreiben kann und in den folgenden Jahren dann entsprechend weniger. Das ist ein relativ komplexes Thema, wie man das berechnen kann. Deswegen packe ich euch mal einen Link unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr genau nachlesen, wie das genau funktioniert. Langfristig könnt ihr davon ausgehen, die lineare Abschreibung bleibt und ihr habt jährlich einfach diese gleichbleibenden Beträge. Eine weitere Frage hat der Tobi gestellt. Der Tobi fragt nämlich, ich habe eine Frage bezüglich der Sofortabschreibung für PC und Software. Gibt es da keine Bemessungsgrenze für den absetzbaren Betrag oder sind es weiterhin die 800 Euro netto und alles, was darüber hinausgeht, muss über die AFA-Tabelle abgeschrieben werden? Generell zu dem ganzen Thema, wenn du davon noch nicht gehört hast, dass du Computer sofort abschreiben kannst, dazu habe ich schon mal ein separates Video aufgenommen, wo ich wirklich vertieft nur auf das Thema eingehe. Das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Und die große Frage von Tobi ist jetzt, gilt die 800 Euro Grenze jetzt auch für Computer? Eigentlich ist die Frage relativ einfach zu beantworten. Und zwar galt die 800-Euro-Grenze ja schon immer für Computer, für alle Investitionen. Das heißt, ein Computer für 799 Euro, den konntest du ja schon immer sofort absetzen. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass du auch deinen 7.000-Euro-Computer sofort im ersten Jahr absetzen kannst. Deswegen, um es ganz einfach zu machen, nein, die Grenze gilt nicht mehr. Du kannst Computer grundsätzlich im ersten Jahr, also im Jahr der Anschaffung, vollständig von der Steuer absetzen. Eine weitere Frage zum ganzen Thema Computer und Software und Abschreibung der Computer kommt von Andreas Wehle. Andreas hat nämlich geschrieben, die Neuregelung für Computer ab dem 01.01.2021, ist hier eine Abschreibung im Jahr der Anschaffung, also der volle Nettopreis im Jahr der Anschaffung möglich oder muss ich 12 Monate lang abschreiben? Und Andreas, die Frage ist wirklich gut. Und hier ist auch, also viele Steuerexperten haben darüber diskutiert, weil das Finanzministerium das gar nicht so ganz klar am Anfang kommuniziert hat. Weil ich habe ja vorhin schon erzählt, man muss monatsanteilig abschreiben. Und wenn man jetzt sagt, Abschreibungsdauer von einem Jahr, das sind ja 12 Monate. Was ist denn mit einem Computer, den ich im Dezember kaufe? Kann ich den komplett absetzen oder nur zu einem Zwölftel, weil nur ein Zwölftel des Jahres vorbei ist? Normalerweise gilt ja ein Zwölftel, also monatsanteilig. Das gilt aber hier nicht, denn diese zeitanteilige Abschreibung gilt nur für Abschreibungsdauer von über einem Jahr. Und inzwischen hat es auch das Finanzministerium bestätigt, das war am Anfang tatsächlich gar nicht so klar, dass eine Sofortabschreibung gemeint ist. Das heißt, du kannst auch noch an Silvesterabend von mir aus um 22 Uhr bei Amazon einkaufen gehen, bei Mediamarkt, Saturn oder wo auch immer einkaufen gehen, den Computer kaufen und ihn dann vollständig absetzen. Wichtig ist nur, dass die Transaktion denn noch im alten Jahr stattfindet, sonst hast du ein Problem mit Zufluss-Abfluss-Prinzip. Aber hier ist vielleicht noch zur Verdeutlichung klar zu sagen, es ist eine Sofortabschreibung und keine Abschreibung verteilt über 12 Monate. Ich hoffe, dieses Video hat dir weitergeholfen und dir so ein paar Fragen beantwortet. Wenn du jetzt aber noch eine Rückfrage hast, ich eine Frage falsch verstanden habe oder eine weitere Frage hast, dann findest du ganz versteckt unter diesem Video einen Kommentarbereich, der wartet nur auf deine Frage. Benutz aber bitte gerne den Hashtag Steuerfrage, dann hast du eine gute Chance, auch in so einem Video dabei zu sein. Ansonsten muss ich dir aber auch sagen, die wichtigste Frage, häufigste Frage, die ich höre, kennst du nicht irgendeinen Steuerberater, der mir irgendwie meine Buchhaltung und Steuererklärung und das Finanzamt von Hals halten kann? Diese Frage kann ich auch gerne beantworten, kenne ich uns nämlich. Wir sind Online-Steuerberater, spezialisiert auf Freiberufler und Selbstständige. Alle Informationen zu unserem Angebot findest du, wenn du einmal auf diesen Link hier klickst. In diesem Video erkläre ich dir aber auch einmal, was die Online-Community eigentlich ist, was du da findest, wie du dich anmelden kannst und so weiter. Oder schau dir unsere weiteren Q&A-Sessions an, zum Beispiel diese hier. Wenn ja, dann solltest du dir dieses Video anschauen.